Immer diese Mobbing. Muss ich auch bald melden. Ja, geht. Ah. Aber ist kalt geworden. Ich finde, es ist schweinekalt geworden. Ja gut, ist natürlich ein Unterschied, wenn letzte Woche noch 24 Grad war, Ende Oktober, und jetzt nur noch 12. So, jetzt hat uns hier die Katze was Neues vor die Tür gestellt. Ist das überhaupt unser Rabattcode jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh ja, Ich will falsch sagen. Wann kommt Video? Wann kommt Video? Jetzt gleich. 3, 2, 1... Herzlich willkommen bei den Pulver Boys, dem besten Testkanal für Gaming Booster im deutschen Internet. Und heute mit der brandneuen Sorte von Holy Energy. Steht ja immer noch drauf auch, ne? Holy Energy. Holy Energy, also. Und da haben wir hier die sogenannte Pomegranate. Ich sag, das ist Granatapfel. Das wäre auch Blutorange. Aber ich guck dann auch noch mal genau nach. Ach, die schreiben es halt auf Englisch, weil es cooler. Ja, das stimmt. Du sagst auch nicht Banane, sondern ich hätte gerne eine Banana. Spricht ja jeder so, ne? In Starbucks. In Berlin. Sagst du auch immer, guten Tag, ich hätte gerne Kaffee. So, guckst du mal rein da. Granatengeschmack. Klasse. Granatapfel, fruchtigen Granatapfel. Wie komme ich denn auf Blutorange? Blutorange, das war bestimmt ein anderer Hersteller. Du hast wieder was auf dem Discord gelesen. Übrigens. Ja, auf dem Discord, genau. Da wurde so ein Quatscher geschrieben. Falls ihr noch nicht in der besten Discord-Gaming-Booster-Community der Welt, deutschlandweit, weltweit seid, dann kommt doch gerne dazu. Link ist in der Videobeschreibung. Tolle Sachen zu erleben, immer dabei sein. Super tolle Community und... super toll. Pulverbörse, alles Mögliche. Ne? Alles. Proben gibt's alles, ne? Wir werden uns jetzt hier drum kümmern, um diesen wunderschönen Granatapfel-Geschmack. Richtig toll. Klar, ich bleib. Ja, ich auch. Ich bin auch gespannt. Weil sie haben gesagt, die Fans vom Raptor. Stimmt. Vom Shark? Vom Raptor. Die vom Raptor werden es wohl lieben. Hohe Erwartungen, ne? Die Erwartungen sind hoch, die Fallhöhe umso höher. Das ist immer gefährlich bei allem, was einen Hype hat, ne? Deswegen, wir sind gespannt. Ich freue mich aber drauf. Immer sehr gerne gesehen, neue Holy. Vor allem ist ja nach langer Zeit eine Energy-Sorte. War jetzt lange schon nicht mehr, ne? Nee, waren die Eistees, das ist 4-5 Monate her. Das ist halt, ich brauche auch Stoff. Ich habe die ganze Woche auch keinen Energy extra getrunken oder Booster und bin heute richtig nüchtern. Das kickt heute richtig rein. Aber du hast doch im Vertrag stehen, dass du es trinken musst. Stimmt. Jeden Tag habe ich doch vertraglich stehen. Ja, musst du ja auch ein bisschen enthalten, um das dann wieder wertzuschätzen. Guck mal, aber diesmal kommen wir schnell an Löffel. Oh ja, das ist immer sehr schön. Riech mal. Oh, der riecht aber schon schön scharf. Der riecht fruchtig. Mhm. Irgendwas werden. Möchtest du eventuell das Eis aus unserer Zaubertüte holen? Wir nehmen übrigens auch Spenden an wegen der Eismaschine. Ja, wir nehmen auch Spenden an. Ist auch bald Weihnachten. Wir sollten die Zeit des... den Superchat aktivieren. Genau, des Bettelns. Also, falls ihr uns was spenden möchtet, findet ihr uns von Montag bis Freitag zwischen 12 und 16 Uhr in der Fußgängerzone in Paderborn. Ja. Wir spielen Trommel auf alten Dosen. Und Flöte. Flöte. Trocknet sich weg. Reicht. Oh, Schiff. Ja, Schiff. Mach ich Schiff. So. Aber ich muss sagen, letztens habe ich viel Holy Stories geguckt auf Instagram und Co. Also, die sind ja wirklich das Hans Entertainment der Gaming Booster Szene. Es ist ja wirklich. Kennt ihr den noch, Hans Entertainment? Hans Entertainment. Also, es ist ja wirklich, also da machen die einen Gag nach dem anderen. Und ich muss sagen, das feiere ich. Ja, absolut. Gab es nicht so eine Tortilla-Challenge oder so? Ja, da haben sie sich gegenseitig mit so einer Tortillascheibe Lebensmittelverschwendung schön gegen die Schnauze gehauen. Das kann ich auch nicht unterstützen. Nein, da haben sie auch gegessen danach. Ja. Ist ja genug bei den ganzen. Das sind ja so junge Leute mit so sehr viel Pickelchen noch. Und dann ist das ja alles dann noch. Das ist wie eine Guacamole. Mit natürlichen Zutaten. Spaß. So einen schönen. Wir machen noch so ein bisschen für Geschmack. Ich frage mich aber die ganze Zeit, wie ich denn auf Blutorange gekommen bin. Ich weiß es nicht, aber macht ja nichts draus. Bestimmt wegen Piranha, ne? Wegen Blut oder Blut. So. Letztens, als ich im Aquarium war in London, da waren, haben sie Piranhas. Nur so dran geklopft an die Scheibe, ne? Komm gar nicht. Ist so falsch mit denen. Ich war dort in diesem schrecklichen Zielheim. So schlimm, weil auf einmal eine Schulklasse mit Kindern kam. Und das war richtig hart. Ja. Also pure, also echte. Richtige Assis. Ja, aber volle Kanone. Ja. Ich weiß nicht, welche Sonderschule da gerade unterwegs war, aber das war richtig hart, ey. So. Ach, guck mal, so leicht lilalich, ne? Ja. Ja, schon mal ansprechend aus. Ja, es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und bevor wir natürlich testen, noch den obligatorischen Hinweis auf unseren Rabattcode. Oh ja! Pulverboys 10 könnt ihr natürlich 10% sparen. Geil, geil, geil! Nächste Bestellung bei Holy. Ja, das ist der beste Code, den es nämlich gibt. Alle anderen sind
weg. Wird ja auch immer oft genutzt, ne? Auch vielen Dank dafür immer, wo einfach dann blind über unseren Code bestellt wird, wenn noch gar nicht das Video da ist. Ne? Einfach ohne, weil ihr wisst, ihr vertraut, würdet uns supporten, genau. Und ihr vertraut dieser Marke, dieser wunderbaren Gaming-Booster-Marke. Also dafür auch nochmal recht herzlichen Dank und ihr wisst, Pulverbrüste sehen zu uns. Stößchen. Stößchen. Ah, Granatapfel, ich schmecke das. Auch noch so einen leichten Nachgeschmack, ja, ne? Mhm. Diesmal ist es ja, glaube ich, wirklich die erste Holy-Sorte, wo es ja eine Einzelfrucht stimmt, ist. Ne? Stimmt, stimmt. Sonst ist ja immer, weiß ich, Zitrus und Duxu oder so, wie das ja heißt. Das haben wir ja gesagt, ne? Dass das auch mal cool wäre. Das ist echt einfach auch so unsere Idee eigentlich, ne? Alles. Das schmeckt lecker. Ja, muss ich auch sagen. Ein bisschen Schärfe ist drin, wie immer. Ja, genau. Also das ist so der leichte Nachgeschmack, ist diese Schärfe wieder. Was manche halt mögen, nicht mögen. Habe ich mal in den Kommentaren gelesen oder so, aber ist halt bei Holy. Piperin, das Piperin, ist so ein Pfefferextraktzeug, was am Ende, glaube ich, dafür sorgt, dass der Geschmack da irgendwie auch noch besser mit rauskommt. Ja, ja. Muss man aber, also falls man das schon mal probiert hat, wenn ihr mal eine Probe zum Beispiel bestellt, könnt ihr auch mit dem Pulverbrust ziehen. Ja. Das nicht schmeckt, dann lasst das. Da werdet ihr nicht mehr glücklich, weil die alle das haben. Uns stört es nicht, aber ich finde es auch nicht so penetrant. Ist auf jeden Fall eine schöne Granatapfelsorte. Hatten die anderen auch noch nicht, ne? Also nur als Mix irgendwie, glaube ich, wenn überhaupt mal. Ne? Aber also der erste Geschmack ist wirklich sehr schön. Nicht zu süß, ne? Nee, und hinten so schön, also leicht so eine Bitterdings. Mhm. Der macht Lust auf Laune. Finde ich jetzt aber persönlich, ne? Also der ist sehr lecker, aber den Raptor finde ich besser. Wie auch noch sagen, Shark und Raptor. Ist immer noch die Lieblings. Finde ich immer noch besser. Aber der ist echt wieder. Weiß gar nicht, was war der als letztes? Der Bär war das, glaube ich. Der Bär war das. Der, ne? War die Blaubeere. Das Blaubeere, ach, das war nicht so geil. Ne? Das war nicht so. Aber das ist echt wieder, sag ich auch mal, unseren Geschmack trifft. Achso, müssen wir eigentlich jetzt wie die anderen Creator komplett durchtreten wieder? Geisteskrank. Ihr müsst immer vorsichtig sein. Wenn ihr Leute immer vor euch habt, immer nur sagen, alles ist super, dann sind die entweder verrückt, dass sie so ein bisschen. Na, dass da was fehlt. Ja. Oder ein bisschen angeschissen werdet ihr, weil ihr den Rabattcode benutzen sollt. Könnt ihr für euch entscheiden, aber uns fällt das schon manchmal auf. Wir sind ja finanziell unabhängig. Wir sind finanziell unabhängig und wir brauchen es nicht, aber wir nehmen es natürlich gerne. Ja, aber ihr wisst Bescheid, ihr kennt das von uns am Anfang an. Wir sagen ja sowieso immer das, was wir denken. Und das sieht man ja auch daran, dass wir auch schon mal Sachen schlecht bewertet haben. Genau. Ne? So. Danach war natürlich auch Kontaktstille für ein halbes Jahr. Mir schmeckt er sehr, sehr gut. Schöne Granatapfel, so ein schöner Holy-Geschmack, wie ich ihn mir vorstelle, wie aus den ersten vier Wachen. Ja, ja, genau. Das finde ich auch besser als diese Ananas-Sorte, diese Tiger-Geschichte, die wir damals hatten. Das ist dann medaillentechnisch, diese Tiger, der hat damals Silber bekommen und Raptor Gold oder Shark. So Silber Plus, würde ich sagen. Ne? Bin auch am Überlegen, weil ich würde auch eine Gold nehmen, aber wenn ich es halt vergleichen müsste, den Raptor halt nochmal eine Stufe besser. Ah, Silber Plus. Wir machen eine Silber Plus, ihr werdet nur ein Silber sehen, aber nicht so Silber Plus. Das ist wirklich so ganz knapp. Da muss man auch mal ein bisschen abgrenzen. Also man möchte immer gerne und so. Es ist wirklich lecker. Solltet ihr euch mal bestellen, falls eine Aktion mal wieder ist oder irgendwie. Oder bestellt euch die Proben, wenn es damit genau, die ist. Proben und Code Pulverbrüste 10 für 10% Rabatt. Also, mal gucken, was auch noch alles Black Week mäßig kommt und gucken so. Gucken wir mal, ob da was von Holy kommt. Ja. Wissen wir aktuell noch nicht. Und persönlich muss ich sagen, ich bin froh, dass wir wieder einen ordentlichen Energy Drink haben, weil jetzt so nach ein paar Wochen Eistees, die man ja auch immer wieder sich mal fertig gemacht hat. Alles schön und gut, alles irgendwie cool und so. Man braucht schon den richtigen Koffein, ne? Das ist wieder so möchte ich das gerne haben und so darf es auch gern bleiben. Mehr davon. Ja, auf jeden Fall. Bitte nicht irgendwas wieder mit Pflaume jetzt für Weihnachten. Also nicht, dass da wieder Zimtpflaume mit Hummus oder so. Irgendwas Geiles. Sowas. Ja, und gerne mal so alleinstehende Sorten. Ja, können ja auch schön knallen und muss nicht mal die abgefahrene Frucht noch eben herbeigehen. Wenn du einen großen Shaker nimmst, einen ordentlichen, da kannst du ja auch einmal einen Löffel Raptor und davon nochmal einen halben. Das könnte auch, glaube ich, sehr, sehr geil schmecken. Das stimmt, ja. Ja, ey, Rezepte-Boys. Ja, da müssen wir immer noch machen, das Scheiß-Video. Wir machen ein Buch. Ja. Ein Rezeptebuch bringen wir raus. Das Boosterbuch. Ja. Dann sammeln wir im Discord die ganzen Rezepte, klauen die. Ja, wir klauen die, wir nehmen euren Content und verkaufen das als unseren, weil wir ja die Arbeit hatten, das zusammenzusetzen. Für unser Ghostwriter Sonic schreibt uns das dann auch zusammen. Ja, 50 Mark. 50 Mark. Und ist gut bezahlt, ne? Aber dann als Gutschein für Douglas. Ja, genau. Da kann er richtig was mit anfangen. Leckere Sorte, Silber plus, wirklich schön. Gerne mehr davon. Wir würden uns natürlich noch wünschen, wenn ihr noch viel gerne auf den Like-Button klickt und einen Kommentar da lässt. Genau, ihr habt ja schon bestellt. Ist das schon draußen? Wie schmeckt euch der Piranha, ne? Ja, genau. Und schreibt sie in die Kommentare rein und die Abo-Glocke läuten, falls noch nicht geschehen. Ja. Und ja, danken wir uns wieder für den dicken Support wie immer und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Video. Schon wieder und wieder schauen und reingauen.